Hallo ihr Lieben, heute möchte ich über das Thema Wünsche, Bestellungen aus dem Universum und Rituale sprechen. Und zwar, was diese Wünsche bedeuten, wie wir sie erfüllen können und ja, was das Ganze insgesamt mit der Spiritualität zu tun hat. Und zwar fange ich einfach mal an, was Wünsche sind. Und zwar, Wünsche sind nichts anderes als Sehnsüchte unserer Seele und wir wünschen uns etwas, weil wir ohne Wünsche nicht mal existieren würden auf dieser Erde und wir haben mit Wünschen ein Ziel. Wir wollen, unsere Seele möchte auf dieser Erde etwas erfahren und deswegen sind Wünsche auch richtig und wichtig und es gilt daher nicht darum, Wünsche abzulehnen, sondern sie zu verstehen, was sie uns ja, wohin sie uns führen möchten. Ja, wir möchten immer gewisse Erfahrungen machen. Und es ist gut, wenn wir sie verstehen, denn dann können wir unsere Wünsche an das Universum äußern, positiv und gleichzeitig diese Bedürfnisse, die dahinter stehen, auf eine andere Art und Weise stillen, sodass wir positiv sind und nicht aus dem Mangel heraus wünschen, sodass das Universum nicht dabei blockiert ist, uns zu helfen, diese Wünsche zu erfüllen. Ja, zum Beispiel steckt hinter jedem Wunsch ein Bedürfnis und jeder Wunsch hat das Ziel, uns glücklich zu machen, uns Liebe zu bringen. Und ein Bedürfnis zum Beispiel nach einem Haus oder der Wunsch nach einem Haus kann das Bedürfnis anzeigen nach Sicherheit, nach Geborgenheit, ein Bedürfnis danach oder der Wunsch danach, unbedingt abnehmen zu wollen und gut auszusehen, entspringt dem Bedürfnis, anerkannt zu werden, beziehungsweise geliebt und gesehen zu werden. Und ja, der Wunsch nach mehr Geld könnte dem Bedürfnis entspringen, nach Freiheit und Unabhängigkeit und so weiter, ne? Also wenn man dahinter schaut, was wünsche ich mir konkret und was dahinter steht für ein Bedürfnis, dann kann man erkennen, okay, das ist ein Bedürfnis, kann ich mir das auch anders erfüllen. Und somit ist man dann nicht mehr in einem Mangelzustand. Und wenn man dann dem Universum seinen Wunsch äußert und dabei gleichzeitig dieses Bedürfnis kennt und das in hier und jetzt versucht, sich selbst zu erfüllen, dieses Bedürfnis zu erfüllen, so wird der Wunsch eher erfüllt, wenn man dann nicht aus dem Mangel heraus sich etwas wünscht, sondern auch eine positive Energie, dann kann das Universum mit helfen, sage ich mal, diesen Wunsch zu erfüllen. Und genau, das ist der Grund, warum viele Rituale nicht funktionieren. Ein weiterer Punkt, warum viele Rituale nicht funktionieren, ist einfach, weil viele unserer Wünsche formulieren wir einfach nicht, sage ich mal, auf der richtigen Motivation. Wir wünschen uns etwas und dieser Wunsch hat keine Power, ja, keine Kraft. Und die größte Kraft in diesem Universum ist die Liebe. Und Liebe schließt aber auch andere Wesen mit ein, andere Menschen, das Leben, also alles. Liebe ist, also echte Liebe schließt einfach alles mit ein, ja? Vor allem andere Menschen und andere Wesen. Und unsere Wunscherfüllung, sage ich mal, funktioniert am schnellsten und am besten, wenn sie auf der Motivation von Liebe beruht. Das heißt, dass wir, wie gesagt, andere Menschen mit einschließen. Und wenn wir unsere Wünsche umformulieren, dann und diese Motivation Liebe dahinter haben, dann wirkt das Universum richtig schnell und unsere Wünsche erfüllen sich auch richtig, richtig schnell und machen uns auch dann auch wirklich nachhaltig glücklich. Ich gebe mal ein paar Beispiele, wenn man zum Beispiel jetzt einen Wunsch hat, man möchte einfach glücklich sein, dann könnte man sagen, ich möchte glücklich sein und dieses Glück mit anderen Menschen teilen. Oder ich wünsche mir einen Partner und diese Liebe, die ich mit meinem Partner teile, möchte ich mit anderen Menschen teilen. Beziehungsweise möchte ich diese Liebe in unserer Beziehung möchte ich dann, damit möchte ich dann die Welt positiv transformieren. Oder ich wünsche mir mehr Geld, damit ich Seminare geben kann und mein Wissen weitergeben kann an andere Menschen. Oder ich wünsche mir ein erfolgreiches Unternehmen, damit ich den Menschen ein tolles Produkt bieten kann. Ja? Oder ich wünsche mir ein großes Haus, damit ich
viele Kinder kriegen kann und diese Kinder so erziehe, dass sie später in die Welt gehen und die Menschen mit ganz viel Liebe erfüllen. Also man kann seine Wünsche auf jeden Fall immer so umformulieren, dass die Liebe dahinter steht und auch ein Dienst am Nächsten, also an die Menschheit. Und somit ist die Motivation auch, sag ich mal, oder die Kraft auch viel größer, dass man, sag ich mal, diese Wünsche erfüllt bekommt. Und das gilt für alle Ebenen. Wenn man sich zum Beispiel, sag ich mal, Unternehmen anschaut, richtig große, erfolgreiche Unternehmen wie McDonald's oder Amazon, dann wird man feststellen, dass dahinter auch der Dienst am Nächsten, sag ich mal, an erster Stelle stand, warum das dann so erfolgreich geworden ist. Zum Beispiel bei Amazon oder McDonald's war das einfach, die Motivation war einfach Kundenzufriedenheit, ne? Und damit schließt man eher andere mit ein und möchte für andere oder auch für andere Wesenheiten etwas Gutes. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Und in meinem persönlichen Beispiel, ich habe mir vor ungefähr 3, 4 Jahren einen wundervollen Wohnort gewünscht. Ich habe mir vorgestellt, wie es ist, in einem Haus zu leben mit unglaublich viel Platz und in der Natur. Ich habe mir einen Partner gewünscht, der sich um mich kümmert, so dass ich genug Zeit habe und frei von äußeren Zwängen, damit ich mich selbst entfalten kann und etwas Positives für diese Welt tun kann, ja, damit ich meine Kreativität ausleben kann und sie mit den Menschen teilen kann. Dafür brauche ich Ruhe, dafür brauche ich Harmonie und das habe ich mir gewünscht, damit ich meine Selbstentfaltung und meine Kreativität mit anderen Menschen teilen kann. Und so habe ich meinen Wunsch an das Universum geäußert vor 3, 4 Jahren und es hat sich tatsächlich so alles so eingestellt und meine Wünsche haben sich alle erfüllt, sodass ich die Möglichkeit habe, mich selbst zu entfalten, ja, und das hat mir persönlich auch bewiesen, dass das funktioniert und bei vielen anderen Freunden hat mir das einfach auch gezeigt, dass wenn diese Wünsche und Rituale richtig formuliert, mit der richtigen Intention und Motivation geäußert werden, dann erfüllen sie sich richtig schnell. Und ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass Wünsche, sag ich mal, nicht dauerhaft befriedigen. Das heißt, man sollte sich immer bewusst machen, dass nach einer Wunscherfüllung sich nicht das absolute Glück einstellt, das dann ein Endzustand ist und man nichts anderes mehr tun muss oder es gibt dann keine Wünsche mehr, sondern Wünsche sind tatsächlich so, dass sobald sich ein Wunsch erfüllt, hat man weitere Wünsche. Das ist so wie einkaufen gehen oder Geschenke bekommen. Man gönnt sich was Schönes, macht das Päckchen auf und sobald man das Päckchen aufgemacht hat und sich gefreut hat, dann lässt die Freude immer nach und man möchte mehr. Man möchte noch mehr haben. Und also das geht immer so weiter, ein Wunsch nach dem anderen. Also nach einer Wunscherfüllung wird man nicht einfach endgültig glücklich sein und das war's. Ne? Das ist aber auch völlig normal, weil ich sag mal, mit der Liebe ist es auch so. Liebe ist nicht nur ein absoluter Akt und danach ist es fertig, sondern die Liebe ist wie ein Fluss. Es muss immer weitergehen. Ja, Liebe nimmt immer neue Formen an. Ausdruck von Liebe ist ein Prozess und der Zustand von Glück ist auch dieser Lebensfluss, diese Lebensenergie. Und daher gilt es auch immer wieder etwas dafür zu tun, um ja, immer weiter zu gehen, immer mehr Liebe auszudrücken, immer mehr Liebe auszusenden und auch immer wieder Liebe vom Universum mehrfach zurückzukriegen. Das ist immer, das ist eine Dynamik, also kein Endzustand. Und da würde ich gerne einfach ein Gedankenexperiment ansprechen, dass du auch einfach mal probieren könntest. Und zwar denk einfach in die Vergangenheit, an einen Wunsch, den du hattest, der sich erfüllt hat und überlege, wie lange warst du glücklich, wie lange hast du dich darüber gefreut, bis wann hat es gedauert, bis du dann neutral warst und wie lange hat es gedauert, bis du diese Wunscherfüllung, was sich eingestellt hat,
sag ich mal, nicht mehr so doll wertgeschätzt hast und dir dann vielleicht schon etwas Neues gewünscht hast und ja, den schon andere Sehnsüchte hattest nach etwas anderem. Ja, das ist, sag ich mal, was ganz Normales. Falls du dich immer noch riesig darüber freust, dass es passiert ist, dann hat es höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass dein Wunsch auf Liebe beruht. Das heißt, du hast dir etwas gewünscht, was andere mit Menschen mit einbeschließt, was Liebe enthält und auch Liebe für andere Menschen. Und deswegen ist es auch nachhaltiger, ja. Also das spürt man dann. Also ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Wir sollten uns auf jeden Fall, aber ja, wir sollen uns auf jeden Fall davon befreien, etwas unbedingt haben zu wollen. Auch wenn wir, sage ich mal, Wünsche ohne Wünsche nicht existieren wünschen und diese wichtig sind. Daher sollten wir das auch immer so formulieren, wenn wir einen Wunsch haben. Ich habe Vorlieben, aber keine Bindungen. Also ich habe Vorlieben, ich möchte etwas, aber ich bin nicht daran gebunden, ich bin nicht abhängig davon, damit das Universum uns helfen kann, wenn wir positiv dazu eingestellt sind. Denn Wünsche sind unsere Wegweiser, unsere Seele möchte Erfahrungen machen und der nächste Punkt, Liebe, ist ganz wichtig. Wenn die Motivation in unseren Wünschen, sage ich mal, Liebe enthält, auch für andere Wesen, erfüllt sich unser Wunsch viel, viel schneller, als wenn sie, sage ich mal, nur für uns selbst formuliert wird. Und ja, noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich ansprechen wollte, ist das Wie. Und zwar, wenn wir einen Wunsch ans Universum äußern oder ein Ritual machen, dann ist das Wie absolut egal. Weil das Universum wird das für uns regeln und Gott, das Universum, weiß es einfach besser, wie das funktioniert. Es kann ein Wunder geschehen und wir müssen uns nicht darauf konzentrieren, wie das funktioniert mit dem Verstand, sondern einfach nur die Energie, also die Liebe fühlen, die wir spüren, wenn wir diesen Wunsch äußern und warum wir diesen Wunsch haben. Ja? Und das ist auch schon alles. Ja, falls ich irgendwas vergessen habe, habe ich das Thema auch nochmal schriftlich in meinem Blog. Könnt ihr nachlesen. Und ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Bis dann!